Die weltweit erste dezentrale, vollautomatisierte und anonyme Lösung für die Automatisierung von Uniswap V3. Das ist für uns sehr interessant mit 94,33, obwohl es keine aktive DAO ist, einer der Bestwerte, den ich in der Krypto gesehen habe. In unserem heutigen YouTube-Video hier bei unserem Kanal auf Blockfeller schauen wir uns nochmals die Plattform Yieldflow an, und zwar mit einem ganz speziellen Hintergrund. Yieldflow hat eine neue Produktgruppe veröffentlicht, und zwar die Automatisierung von der Uniswap V3-Technologie, aktuell mit rein Uniswap im Hintergrund. Und das bedeutet, die Yields in V3 sind weitaus höher in Version 2 seitens der DEXes oder Uniswap. Und interessant ist, dass hier laut Yieldflow auch im Permanent Loss fast zur Gänze ausgeschalten werden kann und das Ganze über ein Protokoll auch noch automatisiert ist und das Ganze auch hier, wie wir es hier sehen, dezentral, sicher, anonym ist. Und das ist aus meiner Kenntnis und meiner Sicht die weltweit erste dezentrale, vollautomatisierte und anonyme Lösung für die Automatisierung von Uniswap V3. Aber schauen wir uns ganz am Anfang mal ein kleines Highlight an, was sie in diesem Bereich auch gemacht haben, bevor wir in das Produkt hineingehen. Und zwar hat sich Yieldflow in diesem Bereich auditieren lassen von Certix Kainite. Certix Kainite ist einer der größten oder der renommierteste Auditor im Kryptobereich und überprüft Codebasis, also die gesamte Programmierung, aber auch noch andere Faktoren. Hier sieht man auf der Webseite, dass im Endeffekt 2 der 6 Bereiche auditiert wurden, und die 2 Bereiche sind in dem Fall Code Security. Das bedeutet, hier haben sie ein sehr, sehr gutes Ranking, sind unter den Top 15 Projekten. Und der 2. Bereich ist Governance Strength, das heißt auch Dezentralisierung, Governance. Und das ist für uns sehr interessant mit 94,33, obwohl es keine aktive DAO ist, einer der Bestwerte, den ich in der Krypto gesehen habe. Bezüglich des Code Audits hat es 16 Findings gegeben, das heißt 16 Punkte hat Certix hier kritisiert oder hat Certix angemerkt, und wir sehen, dass alle dieser 16 Punkte bearbeitet wurden, bis auf 2 informative Punkte, die zur Kenntnis genommen wurden, aber der Major Punkt wurde mitigated, das bedeutet, man hat sich darum gekümmert und es gelöst. Die Minor Punkte, alle 8, wurden alle 8 resolved, und auch von den Informational, die 7 Punkte, wurden auch 5 resolved. Das Gesamtrating liegt bei 63,07 und mit der Note B, ist aber absolut nachvollziehbar, einfach mit dem Hintergrund, weil von den 6 Punkten nur 2 auditiert wurden, und wenn man nicht alle 6 auditieren lässt, was aus meiner Sicht auch keinen Sinn macht, sondern man lässt das auditieren, was man braucht, für das ist das ein sehr, sehr, sehr guter Wert. So, schauen wir uns die Stats kurz dieses Yieldflow-Protokolls an, und zwar finden wir es bereits auf DeFi Llama unter den Protokollen, ist Yieldflow anzufinden, hat einen aktuellen Total Value Locked von 1,25 Millionen US-Dollar, nicht ganz 10% in den letzten 7 Tagen sind hineingeflossen an Wachstum und 2,5% an einem Tag. Schauen wir uns das Protokoll ein wenig mehr noch im Detail an, sehen wir hier, bei den Informationen bereits, es ist die Kategorie Yield Aggregator, es ist auditiert, und wenn wir hier auf Total Value Locked gehen, dann sehen wir einen sehr schönen Split, was an Coins und so weiter eingezahlt wurde, und hier sehen wir auch, dass es aktuell einen massiven Überhang an den Inflows gibt, das heißt die Community, die Menschen, die das bereits kennen, nutzen das Projekt, um ihre Kryptoassets zu vermehren, so wie man es in der DeFi, das Ziel der DeFi generell ist, und wir sehen aktuell, es ist sehr stark im Bereich Ethereum und Arbitrum vertreten. Das ist keine Überraschung, denn diese Uniswap V3 Automatisierung über das Yieldflow Protokoll läuft auf der Arbitrum Chain. Schauen wir uns jetzt mal die Seite selbst an. Und zwar hier, wenn wir starten auf dem Portfolio, wir nehmen wieder unser altes Test-Wallet seitens der Blockfeller her, wo wir unsere Y-Float noch immer haben und auch noch immer restaken. Und hier die neue Produktgruppe Liquidity Pool V3.
Hier sehen wir schon eine Übersicht über die Produkte. Aktuell gibt es 7 verschiedene Produkte, also 7 verschiedene Wertepaare, die man farmen kann oder wo man Yields generieren kann. Sofort auffallend ist Ethereum Stablecoin. Hier oben die 2 mit beide circa um die 70% APY. Und das ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr gut. Hier sehen wir noch Ethereum ARB, ARB USDCE, Ethereum GMX, Wrapped Bitcoin Ethereum und Ethereum Link. Wir haben diese Seite in den letzten Wochen öfters gesehen und öfters angeschaut und haben hier gesehen, dass dieser APY, der auf Basis eines 7-Tagen-Durchschnitts berechnet wird, natürlich variabel ist. Aber für uns ganz, ganz, ganz interessant sind eben die fast 70% bei Ethereum USDCE und Ethereum USDT. Arbitrum ist ein Top-Altcoin, der sehr, sehr neu ist und das Projekt ist sehr, sehr alt, aber der Token selbst ist sehr neu. Wrapped Bitcoin oder Bitcoin kennt man und GMX ist eine dezentrale Exchange, wo man im Prinzip traden, hebeln kann und so weiter. Es ist ein sehr, sehr gutes Projekt und aus meiner Sicht etwas, was sehr, sehr interessant am Arbitrum-Netzwerk ist. Und Chainlink haben wir vor kurzem ein Video gemacht. Chainlink mit dem neuen CCIP-Protokoll, ein hochinteressantes Investment, was sich sicher im Wert auch sehr, sehr gut entwickeln wird. Als allererstes, was wir natürlich tun müssen, da wir hier in der Arbitrum-Chain sind, wir haben auf unserem Wallet in der Ethereum-Chain die USDT, das ist unsere Ausgangslage. Und als allererstes, das zeigt uns aber schon die Yieldflow-Seite, müssen wir die Arbitrum-Bridge nutzen. Das bedeutet, unsere Assets oder Kryptowährungen von der Ethereum-Chain in die Arbitrum-Chain bringen. Hier sehen wir, wir sind im Ethereum Mainnet mit MetaMask. Wir sind im Ethereum Mainnet mit MetaMask angemeldet und nur vorweg angemerkt, ich habe vorab schon Funds rübergeschickt in die Arbitrum Chain, also USDT, einfach mit dem Hintergrund, da die Bridge 10 bis 15 Minuten braucht, bis sie durchgebucht ist und ich euch diese Zeit natürlich nicht warten lassen möchte. Das bedeutet, man verbindet sich hier bei der Arbitrum Chain ganz normal mit seinem MetaMask Wallet. Man schaut, dass man in der Ethereum Chain ist mit seinem MetaMask Wallet. Wählt hier das entsprechende Asset aus, in unserem Fall USDT. Und hier geben wir ein 50 USDT sind zu bridgen. Dann zeigt er uns hier die Gasfees, Gaskosten an. Wir sagen Move to Arbitrum Chain. Natürlich müssen wir das zuerst approven. Hier kommt der Approve von unseren 50 USDT. Wir gehen auf Weiter und bestätigen den Approve. Da dieser Approve noch in der Ethereum Chain funktioniert, sind die Gebühren verglichen mit Arbitrum selbstverständlich ein wenig höher und auch die Buchungszeit ist ein wenig länger in der Ethereum Chain. Aber ich bin absolut sicher, der Approve ist bereits durch und jetzt können wir das Bridgen anordnen oder in Auftrag geben. Und hier sehen wir schon, circa 15 Minuten dauert es, bis im Prinzip die Funds auf der Arbitrum Chain sind. Hier seht ihr auch, dass ich heute bereits 9950 USDT vorbereitend gebridged habe. Das bedeutet, wir können mit diesen 9950 USDT jetzt bereits arbeiten und die 1550, die wir jetzt gerade gebucht haben, werden in so circa 10 bis 15 Minuten ankommen. Schauen wir uns natürlich MetaMask an. Bei MetaMask müssen wir natürlich ganz am Anfang ein Netzwerk hinzufügen und wenn man sich die Networks anschaut, aktuell hier, sehen wir, es gibt das Netzwerk Arbitrum One und dieses Netzwerk ist hinzuzufügen. Es ist in MetaMask generell hinterlegt. Das bedeutet, man muss es nur auswählen und kann es hier dann, bei Add Network scheint es auf und ihr könnt es hier ganz einfach hinzufügen. Haben wir unsere USDT einmal in dieser Chain, also in der Arbitrum Chain,
müssen wir überlegen, welches Wertepaar wir hier farmen möchten. Und wir sehen hier vor allem auch, das ist der aktuelle Split vom Pool. Split vom Pool bedeutet, es gibt einen Topf bei der Uniswap in der V3 und mit diesem Topf traden die Leute. Das heißt, sie kaufen entweder Ethereum raus und zahlen USDT rein oder eben den Weg umgekehrt. Und da dort aktiv gehandelt wird, das heißt rausgekauft wird und reingezahlt wird, sehen wir, verschiebt sich das Gleichgewicht permanent. Das bedeutet, der Pool hat nicht eine 50-50 Aufteilung, sondern aktuell sehen wir eben, der Pool hat ca. 83% Ethereum und 17% USDT. Das bedeutet, wir aktuell brauchen gut fünfmal so viel Ethereum wie USDT und das können wir über die Uniswap wechseln. Ganz am Anfang, jetzt bevor wir das können, wechseln wir in unserem MetaMask Wallet auf die Arbitrum Chain und wir sehen, wir haben den USDT noch nicht hinzugefügt. Das heißt, um den USDT hier zu sehen, gehen wir auf arbiscan.io. Das ist der Arbitrum One Explorer, im Prinzip das Gegenstück zu Etherscan. Und hier können wir im Suchfeld USDT suchen, finden ihn auch sofort. Und der USDT hat hier eine Kontraktadresse, die wir kopieren. Und mit dieser Kontraktadresse können wir Import-Tokens, hier kopieren wir die Kontraktadresse hinein. Wir sehen den USDT, gehen auf Weiter, sehen auch unsere 9950 USDT Balance und gehen hier auf Import. Das bedeutet, wir sehen jetzt unsere USDT auch hier am Wallet. Das Symbol wird ein bisschen später gezogen. Das dauert ein bisschen, bis sich das alles synchronisiert. Das heißt, wir haben hier jetzt USDT drauf und können dementsprechend jetzt gleich Ethereum über die Uniswap kaufen. Uniswap erreicht man über app.uniswap.org und hier links oben geht man auf den Menüpunkt Swap. Hier sehen wir, dass wir in unserem MetaMask Wallet auf der Arbitrum Chain sind, unsere Wallet-Adresse und wir wollen USDT verkaufen oder hergeben und wir wollen Ethereum kaufen. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den Split an. Der Split ist, ja, bei 10.000 brauchen wir eben 8.290 Ethereum und 1.710 USDT. Das heißt, Wir wechseln jetzt gerade aus meiner Sicht mal um die 8000 USDT circa. Dann warten wir, bis uns das Ergebnis der Swap-Vorschlag kommt vom Kurs her. Wir gehen auf Swap, wir gehen auf Confirm Swap. Natürlich müssen wir für die 8000 USDT ein Spending Limit eintragen, das heißt die Ausgabengrenze definieren mit den 8000 USDT. Wir gehen auf Weiter. Hier sehen wir schon die Gebühren mit 6 Cent weitaus tiefer im Arbitrum Netzwerk in der Layer 2 Lösung wie im Ethereum Netzwerk und ihr werdet auch noch sehen, die Buchung ist bereits erledigt. Hier bestätigen wir noch einmal, damit wir unseren Swap mit 16 Cent Spesen, also massiv billiger wie in der Ethereum Chain um über den Faktor 10 oder noch weit mehr. Hier bestätigen wir unseren Swap und der Swap ist bereits erledigt. Und wenn wir hier jetzt auf unser MetaMask Wallet gehen, sehen wir, dass wir über 5 Ethereum gerade gekauft haben und noch ca. 1950 USDT am Wallet haben. Jetzt gehen wir auf Yieldflow zurück und müssen bei der Yieldflow selbstverständlich auch die Sicherheitsrichtlinie erfüllen und den Approve durchführen. Wir wollen von unseren 1950 USDT möglichst viel investieren. Ob wir alle unterbringen können aufgrund des Splits werden wir noch sehen. Aber wir geben die 1950 frei, gehen auf den Approve und wir sehen die Arbitrum Chain extrem schnell, extrem günstig von den Kosten her. Der Approve ist bereits durch. Anschließend auf Add Liquidity und hier geht ein Feld auf, was uns zeigt die untere und die obere Border, der aktuelle Preis. Das Ganze kann man sich in USDT und in Ethereum anzeigen lassen. Das ist aber eine reine Anzeige.
Auch hier oben sehen wir eine Anzeige. Hier sehen wir, wenn wir die USDT hier unten reinschreiben, das ist unsere aktuelle Position. Wir sind im 0,05% Feed hier. Das bedeutet, es gibt auf Uniswap verschiedene Pool, also den Ethereum USDT mit verschiedenen Späßeinsätzen. Und hier investiert man eben in den einen Pool bei Uniswap, der 0,05% Späßen hat. Hier sehen wir, dass wir die USDT nicht ganz perfekt umgetauscht haben. Das bedeutet, für die 1950 USDT bräuchten wir aktuell 6,9 Ethereum. Wir haben aber nur 5,13. Das bedeutet, wir können noch ein paar Ethereum in USDT in Ethereum umtauschen. Anscheinend hat sich der Pool gerade ein wenig verschoben. Das heißt, wir werden hier noch ca. 300 USDT in Ethereum umtauschen. Gehen wiederum auf Swap, nochmals auf Swap, müssen das Spending Limit natürlich noch einmal setzen für die 300 USDT. Und ich würde hier wirklich empfehlen, nicht immer auf Max oder unendlich zu gehen, einfach mit dem Hintergrund, weil dieser Kontrakt dann das Recht hat, mit eurem Wallet in dieser Höhe zu buchen. Als Sicherheitsrichtlinie immer nur den Wert eingeben, den ihr wirklich verwenden möchtet. Die Buchungsgeschwindigkeit, wie gesagt, ist beeindruckend und auch die Späßen mit 12 Cent sind absolut in Ordnung. So, die 300 USDT wurden bereits in ca. 0,2 Ethereum getauscht. Jetzt gehen wir noch einmal zurück, gehen auf Add Liquidity und sehen, wir haben 1700 USDT, ein paar werde ich mir behalten. Das heißt, wir nehmen hier 1500 USDT, der Betrag dazu sind 5,22 Ethereum. Und wir müssen nur mehr auf Add Liquidity gehen, denn ihr seht, wie wir den USDT-Wert eingeben, wird nach dem Pool-Verhältnis aktuell der Ethereum-Wert automatisch kalkuliert und eingetragen. Wir gehen hier auf Add Liquidity und hier auf Confirm. Dann lädt es ein paar Sekunden und wir sehen, unter Current Value haben wir aktuell 5,22 Ethereum und 1400 und viele Neunern, also 1500 USDT in die Position Ethereum USDT eingezahlt. Der aktuelle APY liegt bei 63,09%. Wie wird ausgezahlt? Ganz wichtig. Nach 12 Stunden, wenn man die ersten Fees bekommt, also zugeteilt bekommt, erscheint hier ein Feld mit den Fees, mit den Pending Rewards, die man dann jederzeit auch über das Feld Claim Fees herausnehmen kann. Das Kapital hier in Uniswap V3 ist, also bei diesem Liquidity Farm Uniswap V3 über Yield Flow ist nicht gebunden. Das bedeutet, mit Remove Liquidity könnten wir unsere Position jederzeit wieder rausnehmen. Mit Max eben 100%. Das ist die Position, die wir drinnen haben aktuell. Oder eben mit dem Schieberegler selbst einen Prozentsatz einstellen oder in Viertelschritten hier diese nutzen. Das bedeutet, euer Geld ist nicht gelockt, ist in keiner Art und Weise gesperrt. Ihr kommt jederzeit an das Kapital ran und das Ganze durch die Web3-Anmeldung von MetaMask natürlich hier anonym. Und des Weiteren interessant, nicht nur die Anonymität, sondern auch die hundertprozentige volle Dezentralität, was wir ja hier auch beim Bereich Governance Strength und Code Security, vor allem Governance Strength mit 94,3 absolut in Ordnung. Und hier sehen wir die Scans und so weiter, also die Centralization Scanning. Und hier gibt es nicht mal einen einzigen Attention Point. Das bedeutet, alle Punkte, die hier geprüft wurden, sind 100% gepasst. Und das bedeutet, dass die Seite wirklich sehr, sehr dezentral, sicher ist und vor allem der Kontrakt im Hintergrund auf der Arbitrum Chain je Produkt, der für euch, also das Liquidity Protokoll, was für euch das Geld automatisiert veranlagt. Dieses Protokoll redet über eure Position nur mit euch und so wie immer hat Yieldflow selbst keinen Zugriff auf die Assets der Kunden. Schauen wir uns hier die Yieldflow-Plattform nochmal kurz an und das Portfolio, denn hier sehen wir den Overview. Dann sehen wir hier bereits Ethereum USDT Liquidity Pool. Das ist die Position, die wir gerade aufgebaut haben. Und wir sehen bei der aktuellen, also 7-Tages-Durchschnittsrendite, die kalkuliert wurde,
Von unseren nicht ganz 10.000 USDT liegen wir aktuell bei ca. 6.000 USDT Jahresperformance. Das bedeutet rund 62% Jahresperformance und das im Farm. Ethereum aktuell im Staking, was sehr stark auf Lido im Liquid Staking genutzt wird, bietet aktuell einen Yield von knapp über 5, also zwischen 4 und 5,5%. Und wenn ich die 5,5% hernehme und hier die 60% hernehme mit einem Stablecoin gepaart, ganz, ganz wichtig, das heißt, das Ethereum Kursrisiko habe ich auch, wenn ich Ethereum stake. Der USDT als Partner bringt mir kein Kursrisiko mit und ich habe 62% Rendite aktuell. Wir haben einen Renditesatz über die letzten 2-3 Wochen, also seit 15.09. ist dieses Protokoll online. Wir haben den Renditesatz noch nicht wirklich unter 50% gesehen. Und wenn man 50% mit gut 5% im Proof of Stake vergleicht, dann kann Yield Flow das Ethereum Staking um circa den Faktor 10 outperformen und das Kursrisiko, da hier mit USDT gepaart wird, erhöht sich dabei nicht. Und wenn ich selbst natürlich den Faktor 10 mehr mitnehmen kann, dann ist es aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar und wirtschaftlich, dass wir in diesem Bereich Yield Flow nutzen. Warum? Gerade bei Lido hat man wieder das Thema, dass man seine Ethereum jemanden anders hinbuchen muss. Man bekommt da zwar Staked Ethereum, SD, ETH dafür, aber hier ist natürlich das Vertrauen in die Werthaltigkeit dieser SD, ETH muss gegeben sein. Diese haben in der Vergangenheit auch schon depacked, das heißt, waren nicht mehr ein Ethereum wert. Und aufgrund dessen habe ich hier im Staking natürlich ein zusätzliches Risiko, was ich hier auf Yieldflow nicht habe. Bei der Position muss ich sonst nichts weiteres tun. Das heißt, ich werde in den nächsten 12 Stunden meine ersten Fees zugeteilt bekommen. Gebucht und Fees erwirtschaftet werden natürlich im Hintergrund laufend. Und laut Aussage von Yieldflow werden alle 12 Stunden die verdienten Fees abgerechnet und den jeweiligen Wallets zugeteilt. Aus unserer Sicht Yieldflow mit diesem Produkt absolut empfehlenswert. Einen Hinweis, den ich an dieser Stelle selbstverständlich noch geben möchte, ist der eigene Token von Yieldflow, der YFlow, wo hier wir mit ca. 2000 Stück im Staking sind. Der YFlow bedingt, dass ihr auf Yieldflow weniger Spesen bezahlt und auch nutzt ihr das Affiliate-System mehr, also mitverdient bei euren Empfohlenen. Ist aber kein Strukturvertrieb, sondern ganz, ganz wichtig, ist ein einstufiges Empfehlungssystem und das ist bei vielen Exchanges oder auch anderen Protokollen der Fall, dass es das gibt. Das soll einfach ein bisschen Kunden empfehlen, Kunden, das soll das Wachstum ein wenig beschleunigen. Unsere Position hier, wie gesagt, im Overview zu sehen mit den knapp 62%. Und wir werden diese Positionen jetzt einmal über längere Zeit laufen lassen und das Ganze beobachten. Yieldflow nimmt, wenn man keine YFlow besitzt, 15% Performance Fee. Das heißt von dem Ertrag und 1% Managementgebühr von den Assets im Jahr. Von den Assets, die eingezahlt wurden oder über Yieldflow veranlagt wurden. Und wenn man eben eine gewisse YFlow-Position hat, die sich im Stake befindet, kann man die eigenen Spesen merklich reduzieren bei Yieldflow und selbstverständlich sind 15% Performance Fee bei, also vom Ertrag, ja, bei 62,5 aktuell oder noch höher. Das ist schon etwas, was man laufend bezahlt und wenn man Yieldflow über Jahre macht, summieren sich die Spesen, die man dort bezahlt. Und YFlow im Prinzip für den Stake kauft man ein einziges Mal. Und das bedeutet, man kann mit einer Position YFlow im Stake den Proof of Stake mitnehmen von YFlow, den Yield, und zahlt zusätzlich in der V3 Automatisierung im Liquidity Pool V3 selbst weniger Spesen und erhält für seine Affiliates mehr. Das heißt, über kurz oder lang, wenn man diese Plattform nutzt, eine gewisse Position an YFlow im Stake aufzubauen, ist sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, mindestens 500 Stück, damit die Spesenreduktion greift. Und haben wir selbst hier auch mit den 1911 Stück gemacht, die mir regelmäßig
wieder restaken. Wir werden euch in ein paar Wochen über unsere Position hier Ethereum USDT auf dem Laufenden halten, werden euch ein Update geben, wie die Fees sich entwickeln, was wir an Ertrag hinzubekommen haben und generell wie automatisiert und einfach diese Plattform dann zu bedienen ist. Wir werden gemeinsam dann die Fees claimen, wir werden die Fees wieder veranlagen, denn das, was hier selbstverständlich im Zinssatz nicht enthalten ist, ist, es werden alle 12 Stunden, das heißt zweimal am Tag, die Fees abgerechnet und somit könnte man mindestens einmal am Tag oder alle 2 Tage, je nach Anlagesumme, seine Fees claimen und über Add Liquidity wieder zuführen. Braucht man sein Kapital, kann man es über Remove jederzeit herausnehmen und so generiert man auf Basis eines 62%igen Zinssatzes einen Zinseszinseffekt. Und dieser Zinseszinseffekt, wenn man eben mit Claim Fees und Add Liquidity dann arbeitet, ist sehr, sehr gut. Da die Spesen in der Arbitrum Chain ein paar Cent betragen, zahlt sich das Umbuchen oder macht sich das Umbuchen der also Claim Fees und Add Liquidity bereits ab kleineren Beträgen, zahlt es sich aus und rechnet es sich, da man wie gesagt eben nur ein paar Cent dafür bezahlt. Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden, was mit Yieldflow, wie sich unsere Position entwickelt, was mit Yieldflow so ist. Und wir sind aus aktueller Sicht sehr positiv beeindruckt, da Yieldflow wirklich das zusammengebracht hat mit der V3-Automatisierung und das alles sicher, anonym und dezentral. Und aufgrund dessen ist das Projekt aus unserer Sicht absolut zu empfehlen, vor allem auch, weil Dezentralität und die Code Security auch noch von der CERTIC zertifiziert wurden. Und diese Zertifizierung ist für uns auch sehr interessant, denn es haben bei weitem nicht alle Projekte derartige Zertifizierungen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir machen in nächster Zeit regelmäßigst wieder Update-Videos zu Yieldflow und interessanten, spannenden Themen. Das heißt, lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft keines unserer Videos versäumt.